Autodiagnose. Ich möchte euch erzählen über den Augenschmaus einer Augendiagnose, die es wirklich lohnt zu lernen. Andreas hat das gute Stichwort für mich gegeben, nämlich die Praxisnähe. Augendiagnose hat genau die Praxisnähe, die wir in einer ganzheitlichen, naturheilkundigen Praxis wirklich brauchen. Augendiagnose bietet uns die ganze Bandbreite des ganzheitlichen Wahrnehmens unseres Patienten. Augendiagnose ist nicht nur eine Hinweisdiagnose, sondern sie ist viel, viel mehr. Sie ist das Erkennen des Gegenüber und des Patienten. Sie vermittelt uns genau das, was wir auch als Ergänzung zu dem brauchen, für eine gute Konstitutionstherapie, für eine gute Phytotherapie, für eine gute Homöopathie, all die Informationen, die der Patient uns selber in der Anamnese vielleicht nicht gibt. Sie lässt uns tiefer blicken. Dazu nochmal ein paar Stichworte. Was ist die Augendiagnose überhaupt? Sie ist Diagnose am lebendigen Bindegewebe. Das heißt, es ist nicht nur etwas gemarkert, was wir mitbringen, so wie in diesem Auge, sondern das Auge verändert sich im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte. Aus diesem Grund als erstes ein Kinderauge. Wir sehen die Grundlagen, die ein Kind von seinen Eltern mitbringt. Wir dürfen wahrnehmen. Lasst es einmal einfach auf euch wirken. Was seht ihr? Was würdet ihr bei einem längeren Hinschauen für euch als auffälligstes wahrnehmen? Das ist wichtig. Welchen Eindruck macht ein Auge auf euch? Hier einmal das andere Auge. Ein Kind. Dies ist ein Mensch, der, wie ihr sehen könnt, älter geworden ist. Was hat das Leben ihm mitgegeben? Was hat das Leben mit ihm, mit diesem hellblauen Konstitutionstypen schon gemacht? Welches innere Gefühl vermittelt uns dieses Auge? Seht ihr die Eingeschlossenheit durch diesen vergilbten Rand, der sich wie eine Art Panzer, eine Art verdichteter Kranz um die Iris gelegt hat? Nehmt ihr wahr, dass die Sklera, nämlich das Weiße vom Auge, nicht mehr wirklich weiß ist, sondern dass sich hier rote Äderung auf jeden Fall abzeichnet und auch aufstaut im Weißen des Auges? All das sind Zeichen. Sind Zeichen für uns Augendiagnostiker, die wir dann wissen einzuordnen. Die wir zu deuten wissen und die wir auch in der genaueren Befragung des Patienten nach der persönlichen Anamnese, die er uns erzählt, ihn fragen dürfen. Hier würden wir diesen Mitte 50-jährigen, Anfang 60-jährigen Patienten in erster Linie fragen, ob er in seinem Leben schon viele Dinge durchlaufen hat, die seine Organe, vor allen Dingen die Niere, beeinträchtigt haben. Hier dürfen wir ihn fragen, ob er merkt, dass er an einer Art Kurzatmigkeit, einer Art Kopfschmerz, ganz im Allgemeinen an leichten Durchblutungsstörungen manchmal leidet. Ob er merkt, dass er morgens vielleicht ein bisschen schwindeliger ist, als er das aus seiner Jugend kennt. Und woher kriege ich denn solche Hinweise, dass ich überhaupt auf die Idee komme, ihn so etwas zu fragen?
das sehe ich im Frontalen, ganz oben im Kopfbereich. Je dichter, je verschlierter mit Gelb, mit Weiß dieser Bereich sich zeichnet, desto eher weiß ich, dass die Kapillardurchblutung im Kopf nachgelassen hat. Nicht nur altersbedingt, sondern vielleicht, weil schwere Infektionskrankheiten da waren, sondern vielleicht, weil er nicht sehr viel im Sauerstoff, weil er nicht viel draußen war. All das kann möglich sein. Und tatsächlich, es bewahrheitet sich dann, wenn wir fragen. Ja, dieser Mensch hat Durchblutungsstörungen im Kopf, er kriegt manchmal Schwindelanfälle, er wacht morgens auf und muss sich erstmal an die Bettkante setzen und warten, bis sich alles im Kopf wieder geordnet und justiert hat. Er schilderte mir danach, ach ja, das stimmt. Ganz häufig habe ich das Gefühl von einem Brett vor dem Kopf und muss dann ganz viel auf den Stepper und ganz viel auf das Ergometer, damit ich wieder eine richtige Durchblutung im Kopf habe. Und dann staut es auf einmal zum Kopf. Dann wird mir heiß und die Wangen werden knallrot. Alles Zeichen für eine frontale, nicht mehr so gute Kapillardurchblutung. Das ist Hinweisdiagnose aus dem Auge. Und hier ein ganz altes Auge. Eine Dame schon mit über 90, eine Vertreter und Verfechterin der Naturheilkunde, die immer gesagt hat, streng wie sie war, ich esse nur Kartoffeln und selbstgebackenes Brot. Ich weiß, was mir gut tut. Ich gehe nur zur Neuraltherapie. Ich nehme nie Chemie. Ja, und das sieht man. Sie hat eine ganz reine, feine, hellblaue Konstitution. Natürlich ist das ein altes Auge. Aber altes Auge, graues Auge, schlaues Auge, wie man sagt in der Naturheilkunde. Diese Menschen wissen sehr genau, welche Dinge ihnen gut tun, welche Pflanzen ihnen gut tun und was sie für sich tun dürfen, um sich zu gesund zu erhalten. Und hier seht ihr zum Beispiel, wie rein diese Sklera ist im Gegensatz zum letzten Bild. Da ist die Durchblutung gut. Und sie sagte immer, wissen Sie, wenn ich dann irgendwie merke, dass ich ein bisschen vergesslich werde, dann lasse ich mir wieder Säuraltherapie geben, hier an die Schädelbasis, und dann trinke ich mal Prokain. Dann weiß ich, die Durchblutung im Kopf geht wieder und ich nehme regelmäßig Ginkgo-Tee, jeden Tag einen Liter, und Misteltee dazu für meine Durchblutung im Kopf. So war sie. Ein sehr Soldat, der schon durch ganz Ostpreußen gelaufen ist, um zu fliehen. Und sie wusste, was sie für sich zu tun hat. Augendiagnose, wie ich sagte, ist Diagnose am lebendigen Bindegewebe. Der Körper geht mit und zeichnet ab. Und durch das passiert durch nervale Verbindungen zum Auge, zur Iris hin. Hier sehen wir mal ein blaues Auge. Und auch hier nehmt ihr ganz neue Dinge wahr. In diesem braunen Auge, Entschuldigung, natürlich, ein braunes Auge. Hier nehmt ihr wahr, dass die Pupille auf einmal anders steht. Wenn wir genau hinschauen, ist sie etwas länglicher. Es ist wie eine ovale Pupille. Und das sind wieder Frühwarnzeichen, die wir lernen dürfen zu lesen. Denn solcher Pupillenstand, der dann wie ein Rotstand ist, weist uns schon ungefähr 15 Jahre früher auf eine Neigung zur Bluthochdruck hin. Und hier wissen wir, wenn wir dieses Auge betrachten, langsam verschiert sich auch hier der Außenrand der Iris, der sogenannte Limbus schon. Und auch hier wissen wir, Vorsicht, wir dürfen und müssen wir auf die Kapillardurchblutung achten und auf den Bluthochdruck. Auch sorgsam achten, dass der sich nicht irgendwann einstellt. Was können wir tun? Wunderbar ist der Achterlass, der wirklich erleichtert. Wunderbar sind die Trategus-Präparate. Wunderbar ist der Zimtkrauttee. Oder ganz schlicht, wenn wir prophylaktisch arbeiten wollen, ganz wunderbar das Trockenbürsten am Morgen, die Übungen am offenen Fenster, die regelmäßigen Spaziergänge oder ganz schlicht auch wieder der Misteltee, der Ginkgo und die
ganzen schönen Pflanzen, die wir sonst so kennen. Manchmal ist es auch Arnika, das wir geben dürfen, gerade fürs braune Auge, um die Kapillaren wieder durchlässiger zu machen. Das ist das andere Auge. Und was wir hier besonders sehen, ist nicht nur die rot geäderte Sklera, die uns wieder auf die gesamte Durchblutung hinweist, sondern hier sehen wir besonders die Zirkulärfurchen im Irisfeld. Und da dürfen wir mal fragen, ob der Mensch zu Verkrampfungen neigt. Vielleicht auch fragen, wie geht es denn Ihrer Muskulatur? Sind Sie häufig sehr angespannt? Wir sehen da Muskelverkrampfungsneigung und dürfen mit Magnesium als allererstes darauf eingehen. Das ist eine Augenkrankheit. Da wurde die Kornea genäht. Auch das ist interessant. Das ist mal ein ganz anderer Bereich. Das ist jetzt nicht aus der Konstitution oder aus dem Leben entstehend, sondern eine richtige Augenkrankheit, wo man die Fäden drauf genäht hat, damit der Mensch nicht blind wird, sondern weiter sehen kann. Und hier hat man die Fäden gezogen und das war dann bei der Augenkrankheit hier eine Narbe auf dem Auge. Augendiagnose ist Vorfelddiagnose, wie ich schon sagte. Wir haben es mit Frühwarnzeichen zu tun, die wir neben der Anamnese für den Patienten besonders ernst nehmen sollten. Wir sollen lesen dürfen und lernen, aus dem Auge eine gute Prophylaxe für den Patienten als Wegbegleiter aufzubauen. Darin sehen wir ja auch unsere Aufgabe. Und hier dürft ihr nochmal wahrnehmen. Was für einen Eindruck vermittelt euch dieses Auge? Ganz anders als die reinen blauen, ganz anders als das braune Auge, gehen wir hier mal 3 Schritte zurück und sehen viel Orange rund um die Pupille. Wir denken, das sieht vielleicht ein bisschen giftig aus in der Mitte. Das ist so sehr Apfelsinenorange, so ganz sortiert im sogenannten Magen- und Darmfeld. Da denken wir, vielleicht ist das der wichtigste Ansatzpunkt für eine gute Therapie und fragen gleich mal, wie geht es Ihnen denn vom Magen und vom Darm? Gibt es da Probleme? Sind Sie sehr empfindsam mit dem Magen? Reagiert Ihr Vegetatives sehr über einen zuen Magen, über Appetitlosigkeit, Übelkeit, manchmal vielleicht Erbrechen? Und dann nehmen wir wahr das Orange und fragen gleich, wie geht es eigentlich denn Ihrer Bauchspeicheldrüse? Haben Sie schnell Blutzuckerabfall, dass Sie immer einen Traubenzucker mit sich führen oder ein kleines Stückchen Schokolade? Weil wenn Sie wieder mal vergessen zu essen, dass Sie dann auf einmal ganz komisch schwindlig im Kopf werden und reizbar und unfreundlich und denken, ich habe lange nichts gegessen, ich muss mal schnell ein bisschen Zucker haben. Denn das zeigt uns die orange Farbe. Und so seht ihr, wie uns die Augendiagnose auf den richtigen Weg setzt, die richtigen Fährten zu legen zum Patienten und die zentralen Themen des Patienten aus dem Auge sehen und erkennen zu dürfen. Und auch hier haben wir wieder diese leicht giftige Orangefärbung, wo wir wirklich wissen, da sitzt die Mitte dieses Menschen. Auf die müssen wir sanierend, heilend, achtsam in der Therapie eingehen. Und wenn wir das wunderbare Ambulatorium im Chinesischen von Andreas nochmal aufgreifen, dann sehen wir hier eine Verbindung zwischen Dünndarm, Darm und Herz aus dem Auge. Denn wir sehen eine Gabel, gleißend weiß sich transversal durchs Irisfeld zieht. Wir Augendiagnostiker nennen sie die Milz-Herz-Transversale. Milz, Dünndarm und Herz sind in der chinesischen Medizin eine wirkliche Verbindung. Und von daher wissen wir, Vorsicht, wenn hier Milz, Dünndarm und Darm nicht saniert werden,
wird es eines Tages aufs Herz gehen. Und das Herz wird möglicherweise der Austragungsort des Schadens werden. Und von daher haben wir wieder einen guten Hinweis, achtsam auch das Herz zu schützen, dieser Patientin. Augendiagnose gibt uns den Weg zur Konstitution. Und Konstitution ist ja das, was wir gerade in der traditionellen westlichen Naturheilkunde besonders betonen, wo wir die Phytotherapie mit einbeziehen, die Ausleitungsverfahren, die Ableitungsverfahren und die Augendiagnose, wo wir eine gescheite und kluge Konstitutionserkennung haben als Grundlage. Und hier sehen wir ein ganz junges Auge, ein Kinderauge. Und das ist ein Beispiel für das, was ich viel in der Praxis praktiziere und was ich viel in der Praxis erlebe. Eltern, die mit ihren Kindern zu mir kommen und fragen um Rat. Und ein solches Kind, das aus so einer feinen Konstitution kommt, und ihr nehmt hier schon an der Irisfaserführung im Ziliarfeld, im Irisfeld wahr, das ist sehr fein. Das ist ein feines Kind. Das ist, wie wir Homöopathen sagen, ein Natriumkind. Und das ist ein Kind, wo wir vielleicht erst mal 5 Meter Abstand nehmen und ganz vorsichtig mit diesem Kind umgehen, damit es nicht die Mauern hochzieht, damit es nicht in Abwehr geht oder verängstigt wird oder sich abwendet und sich verschließt. Und dieses Kind ist mit Sicherheit ein Anteil hochbegabt, weil so sensibel. Dieses Kind ist schnell überreizt und könnte, wenn man es zu sehr unter Druck setzt, über den Leistungsdruck in der Schule oder über den Ehrgeiz der Eltern, könnte schnell in eine Hyperaktivität kommen. Nicht, weil das Kind hyperaktiv aus sich selbst heraus ist, sondern weil es so ein feines Nervensystem von der Konstitution her mitgebracht hat auf diese Welt, dass das Nervensystem zu vibrieren anfängt. Und dieses Kind braucht nicht jeden Tag irgendeine Wahnsinnsaktivität wie Computerkurse oder Börsenkurse oder Geigenunterricht und eins nach dem anderen von morgens bis abends, sondern dieses Kind braucht Ruhepausen, damit sich das Nervensystem hinsetzen kann, damit es verarbeiten kann und wieder in seine Mitte kommt. Und das alles erkennen wir über die Konstitution im Auge. Das ist das andere. Da seht ihr, wie fein das Nervengeflecht ist, auch über dieses sehr Zarte, was dieses Kind mitbringt. Das heißt, Augendiagnose ist auch Diagnose der Erbanlagen und das nicht nur von den Eltern, sondern auch von dem, was uns die Großeltern und die Ahnen mit auf den Weg geben. Und das sehen wir zum Beispiel in diesem Auge. Dieser besonders dicke Wollfaden, den wir hier um die Mitte der Magen- und Darmzone gelegt sehen, das ist ein Zeichen, das ist alt. Das sind nicht neuere Zeichen, sondern das wird mitgebracht schon von den Ahnen. Wir sollen lernen, dies deuten zu können. Wir sehen hier an diesem Wollfaden entlang, auf dieser inneren Seite des zum Augenpünktchen hin verlaufenden Anteils kleine Lakonen, wenn ihr sie mal betrachtet. Das sind wie kleine Blumenblätter, die sich von 15 Grad bis 18 Grad entlang ziehen. Wir sehen hier ein sehr starkes rotes Skleralgefäß. Und das lernen wir wahrzunehmen. Da lernen wir, dass das möglicherweise Hinweise gibt auf die Schilddrüsenbelastung dieser jungen Frau, auf die Herzschilddrüsenbelastung. Und wenn wir sie, weil sie es vielleicht uns gar nicht erzählt, aus der Eigenanamnese, aus der Eigenwahrnehmung, wenn wir sie bei der Augendiagnose danach fragen, sagt sie, ach ja, stimmt,
Meine Großmutter hatte es schon immer mit der Schilddrüse. Da kann ich mich jetzt dran erinnern. Und die Tante, ja, die hatte es auch mit der Schilddrüse. Und so seht ihr, dass Augen noch viel mehr zeigen als nur das, was bei uns im Körper sein kann. Auch hier habt ihr es nochmal. Und Prophylaxe, Vorfelddiagnose und eine gute Wegbegleitung und auch in diesem Sinne eine gute Gesunderhaltung, das ist das oberste Gebot unserer naturheilkundlichen Betreuung der Patienten. Das ist das, was unser größtes Anliegen ist. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, unsere Augendiagnose, die hier an der Schule so schön angeboten wird, durch meine Kollegin und durch mich am Wochenende einfach zu genießen. Euch überraschen zu lassen von dem, was Augendiagnose noch alles zu bieten hat. Ich zeige euch vielleicht noch ein wunderbares Auge. Das sind jetzt dann die Einzelheiten. Was betrachten wir überhaupt im Auge? Nämlich die Iris und natürlich auch die Sklera und die Augenumgebung. Wir gucken uns hier vielleicht nochmal zum Abschluss dieses Auge an, weil das ist jetzt wieder mal, wie man so schön sagt, ein ganz buntes Auge. Hier haben wir alle Anteile mit dabei. Hier haben wir was Oranges, hier haben wir was Braunes, hier haben wir was sehr Helles und im Untergrund was Blaues. Das ist eine bunte Mischung aus allem. Tja, was würden wir Augendiagnostiker jetzt sagen, wenn wir dieses Mischauge sehen? Ah, da sehen wir viele Büschel, die sich im Irisfeld so zusammenballen, wie so kleine Knäuel und wie so Brücken, die sich hier bilden. Und darunter sehen wir so kleine Lücken. Und was haben unsere alten Lehrer uns gesagt? Ja, diese Mischaugen mit den Büscheln und den Bündeln und den kleinen Löchern dann noch im Irisfeld, das sind dyskratische Konstitutionstypen. Und das ist ein Begriff aus der ganz alten Naturheilkunde, die Dyskrasie, die sogenannte Entmischung der Säfte. Im Gegensatz zur Eukrasie, wo wir die harmonische Mischung der Säfte haben. Und die Vier-Säfte-Lehre ist ja eins der ganz alten naturheilkundlichen Ansätze, die wir auch kennen, die heute nicht mehr so gängig sind, aber die aus der Humorallehre kommen. Das, was aus der Geschichte unserer Ahnen kommt, also aus dem Stamm, aus dem wir Heilpraktiker entstanden sind. Und eine dyskratische Belastung kriegen wir mit. Über unsere Eltern, über die Großeltern, wieder über die Ahnenreihe. Und die Dyskrasie bedeutet, wie unsere Lehrer gesagt haben, dieser Mensch darf sein ganzes Leben lang auf seine Gesundheit besonders achten. Der darf viel Basenfasten praktizieren. Der darf immer gucken, dass sein Säure-Basenhaushalt gut stimmt. Sein Basismittel ist das Sulfur, weil Sulfur immer wieder eine Drainage durchs Gewebe legt, um zu reinigen, weil Sulfur die große Kraft hat, die Säfte wieder in eine harmonische Mitte zu bringen. Und Sulfur, eines der größten Konstitutionsmittel ist, das wir haben in der Homöopathie und auch Hahnemann ja schon gesagt hat, eigentlich bräuchten wir alle Sulfur, weil Sulfur ist das weit- und weltverbreitendste Mittel, das wir haben. Und es gilt vielleicht auch für die heutige Zeit. Weil was sagen wir über Sulfur? Egal, ob wir es in den höheren Potenzen verordnen oder in den tieferen Potenzen. Sulfur bringt erstmal was in Gang und macht den Körper konstitutionsfreundlich. Oder es ist unser Basisreinigungsmittel. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören, weil Sulfur ist ein tolles Mittel als Einstieg für eine super Therapie. Vielen Dank.